Läuft. Freunde, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Are You The One? Reality Stars in Love. Liebe Freunde, Danilo und Daria sind in der Matchbox. Die beiden matchen tatsächlich auch relativ gut. Also die passen auch gut zusammen, so vom Look. Wir sind gespannt, ob sie ein Match sind oder nicht. Perfect Match. Und ich würde sagen, lehnt euch zurück, macht euch gemütlich, holt euch leckere Snacks, was Leckeres zu trinken und checkt den Link in der Beschreibung, dort kommt ihr zu RTL Plus. Falls ihr euch selber ein Abo machen wollt, kann ich nur empfehlen. Man kann sich dort sehr viele tolle Sachen angucken. Toll. Spannend. Let's go, we're ready, yo, whoa. Let's go. Was? Hörst du die? Krass, okay. Erstes Match, liebe Freunde. Erstes Perfect Match. Heißt für die beiden aber auch, die sind raus. Und die haben ja beide, also sie ist ja mit dem Staubsaugerverkäufer zusammen. Und er ist mit dieser anderen... Nicht zusammen, aber auf Dings, auf Matchbasis unterwegs. Und die müssen halt jetzt raus, ne? Nicht, also eine Nacht dürfen die in der Villa bleiben, glaube ich, und dann müssen die raus. Krass. Wow. Also das Gefühl ist unbeschreiblich. Ich bin aufgesprungen. Ich habe meine Seele verloren. Also ich musste sie wieder fangen. Das war geisteskrank. Ich musste meine Seele wieder fangen. Das war geisteskrank. Wow. Romanzen wurden auseinandergebrochen. Brauchen wir nicht mehr. Wir sind bei I The One, nicht bei Love Island. Ja, irgendwo läuft hier mein Perfect Match rum. Don't cry, little baby, don't cry. Apaco hat das schon ganz gut gesagt. Ihr seid bei I The One, nicht bei Dings, ne? Auf dich zu kommen. Schlimmste Situation wieder bei mir, typisch. Ne? Ich kann nicht einfach reinkommen und Perfect Match finden, rausgehen. Nein, ich muss wieder eine andere Frau fühlen und wieder irgendwie ein Chaos hinterlassen. Ah, Bro, du bist raus. Zwei Tage bist du weg und die ist schon wieder, die macht wieder ihr Ding. Mach dir gar keine Sorgen. Jetzt darf ich nicht mehr küssen, ne? Aber ich küsse dich trotzdem. Daria, dass sie heute geht, ist sehr, sehr schade. Andererseits muss man dazu sagen, wir haben unser Perfect Match gefunden. Ich meine, this is Are You The One? Boah, Alter, ich weiß. Ich liebe den Typen. Ich weiß, ich glaube gerade. Ich weiß halt nicht, was Danilo draußen machen will. Ja, was will der wohl draußen machen? Weiterleben, ne? Oder? Oder nicht? Hast du langsam jetzt wieder ein hygienisch ordentliches Haus? Ich weiß, das freut mich von ganzem Herzen. Ich weiß. Ohne Scheiß. Ein sauberes, hygienisches Wohnen. Klar ist er traurig und klar hat es ihn irgendwo mitgenommen, aber ein Perfect Match zwischen Daniel und mir hätte ich meine Hand für ins Feuer legen können, weil ich ja von Anfang an diese Anziehung und Ausstrahlung von ihm hatte. Hallo! Als ich sie gesehen habe, habe ich Gefahr gespürt. Das findest du gut an Danilo? Das hat so einen Vibe. Ein Vibe? Was fühlst du bei mir? Was Schönes. Was Schönes halt. Mäßig. Ofenkäse ist schön. Socken im Winter sind schön. Geschenke an Weihnachten sind schön. Irgendwas Schönes halt. Mäßig. Im Toilettenbereich keine Schlappe anhat, dann ist sie auf jeden Fall bei mir schon gut unten durch. Weil Hygiene steht bei mir auf jeden Fall sehr weit oben und sie hat das alles erfüllt. Das T-Shirt, was ich zum Schlafen trage, das, damit schläfst du dann, oder? Gibt ja auch eins von mir, wo ich seit 14 Tagen anhatte. Oh Gott im Himmel. Also wenn ich dir die Augen schaue, dann weiß ich eigentlich, ich weiß, wer du bist. Erfüllt dich das? Also
sobald die Show hier fertig ist, dann werde ich mich natürlich informieren, was hier drin so passiert ist. Ne? Sie kennen natürlich meine Prinzipien und wenn sie sie einhält und mich... Ach, sie wird gar nichts halten. Nichts, nichts, annähernd nichts. Niemals. Und ihr geht jetzt in den Boom Room. Und dann? Ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen. Worauf kommt es an? Auf alles Mögliche, auf alle Faktoren. Sie ist jetzt nicht der Psychologe dahinter. Sie wünschte sich natürlich, dass sie es wäre, aber dann sollte sie sich einfach eine andere Show aussuchen. Also es gibt gar nichts, was du mir sagen willst oder so? Es hat nichts damit zu tun, dass ich den Daniel für mich beanspruchen wollte. Also gar keinen Fall so. Du bist sehr... Das ist für mich nicht erwachsen. Unglaublich große Zicke. Geht mir relativ... Hä, warum ist sie jetzt eine Zicke? Also... Ich verstehe einerseits auch nicht, warum sie jetzt der anderen nicht einfach sagt, so ja, da wird nichts passieren im Boom Boom Room, mach dir keine Sorgen. Vielleicht hat sie aber, vielleicht lässt sie sich darauf ein, wenn was passiert. Ich weiß ja nicht, wie close die jetzt mit dem Staubsaugi-Verkäufi ist. Aber warum zicke? Ich sonst wo vorbei. Boah, bitte, bitte sprich einfach nicht mehr mit mir. Mit 30 Jahren erwarte ich mal ein bisschen anderes Verhalten. Als ob ich was zu verhandeln habe. Sag doch nein. Hab ich nicht. In meinen Augen sollte man halt so Fair Game spielen. Komm wieder runter. Ich bin unten. Wir sind nicht bei Germany's Next Topmodel. Oh, ja. Und das kommt von einer Person, die eigentlich immer nur an sich denkt. Also gehen wir, oder? Ja. Let's go in the Boom Boom Room. Brumm, brumm. Brumm, brumm. Sensation einfach. Ich hab noch nie so eine komische Sensation. Richtig awkward. Das wäre jetzt natürlich auch krass, wenn die einfach was miteinander haben, ne? Das wäre natürlich jetzt auch diese, okay, interessanter Flip, interessanter Switch, interessanter Flippy-Flop. Digga, wusste ich ja nicht, dass es geht. Wusste ich ja nicht, aber wenn ihr was habt, macht. Okay, ich bin gespannt. Ja, Marvin hat versucht, sich mit mir zu vertragen. Genau, mein Kernproblem ist halt einfach, dass er abends ankommt und abends ist er mega süß. Ja, dann tagsüber versucht man zu regeln. Abends geht man im Notfall halt zurück zu dem, was geht, ne? So, was ging im Boom Boom Room, ist die Frage, Digga. Hast du geschlafen? Ist okay, du? Auch. Ich glaube, ich habe noch nicht einmal so krass geträumt wie jetzt. Echt? Mhm. Weißt du noch was? Ja. Wir waren auf jeden Fall alle zusammen Kaffee trinken. Ah, okay. Nichts Schlimmes auf jeden Fall. Steffi bestellt Matcha Latte mit Hafermilch. Und dann gehen wir so und auf einmal ich so, wo ist mein Kaffee? Wo ist mein Kaffee? Oh, was ein Traum. Oh mein Gott, wie witzig. Nein, I can't come klar. Man erhofft es nicht, aber man malt es sich doch automatisch irgendwie aus. Oh mein Gott. Hör auf. Sie hat ihn versucht zu küssen und er hat sich weggedreht. Das geht in die Geschichtsbücher ein. Was? No risk, no fun. Hör auf. Also ich hätte nicht gedacht, dass... ja, es hat sich bei mir was entwickelt bei dem irgendwie. Hätte ich nicht gedacht. Anscheinend habe ich da wirklich so wohl was Ernstes empfunden. Nein. Aber muss wiederum sagen, jetzt suche ich mein Perfect Match. Du hast aber dafür muss ich mich auch öffnen. Genau. Es fehlt hier was im Haus. Aber es muss jetzt auch weitergehen. Ich muss halt herausfinden, was mir persönlich gut tut. Das ist schon mal ein guter Ansatz. Heute muss eine geile Party hier. Partygötisch. Sollen wir einfach eine Flasche Wein geben, Digga? Ein paar Kerzen, Digga. Jennifer und bum bum bum. Du kannst dir direkt so, Digga. Ja, mit Sabrina habe ich mich von Anfang an super gut verstanden. Du hast gar nichts, Digga. Er hat wirklich gar nichts. Er hat wirklich von Anfang an gar nichts verstanden. Also ich bin wirklich, das trifft es ganz gut, ich bin anders als andere. Aha, ja. Ich war schon immer anders und ich werde auch immer anders sein. Ich finde das aber sehr schön, wie du bist, ehrlich. Sabrina hat mich angeflirtet, ja, das kann man so sagen. Mein Mindset ist halt eher dieses gehobene, bisschen schickimicki. Ich könnte, mach aber nicht. Ich wusste von Anfang an, dass Sabrina und ich auf jeden Fall... Ja, dass wir uns gut verstehen. Ich glaube, sie sieht das ähnlich. Nee, Beachparty habt ihr. Oh, ne Beachparty, toll. Wir gehen auf eine Party.
Auf dich hab ich aber am wenigsten Bock. Ich krieg jetzt einen Kuss. Kuss? Nein, auf die Wange nur. Alter. People get hurt sometimes, now Shakira's turn again. Ganz kurz, nur Prophezeiung. Wenn die was haben heute, sorry Boys, aber ich mach mit euch allen rum. Mit allen. Ich häng mich an Kim ran und dann wird hier der Laden auseinandergenommen. Ey, ja, geil, endlich. Ja, endlich geht's hier ab. Das war hier auf jeden Fall die ultimative IU-The-One-Erfahrung. Strand, Sonne, gutes Wetter, sexy Frauen. Are you the one? Ich bin the one. So. Boah, romantisch! Hallöchen! Gut, das hat mich gestern sehr mitgenommen mit Danilo. Ja, es hat. Er so. Sie hat's mitgenommen. Das ist meine Chance. Ich bin da. Ich bin jetzt hier. Ein bisschen Ablenkung zu haben. Heute mein Bett. Ich hab einen neuen Schlafpartner vor. Hat er nicht gebracht? Ich hab heute Abend einen neuen Schlafpartner. Wirklich? Ja. Marvin. Reiß dich zusammen. Ich war gestern wirklich. Also, ich. Du hast es mitbekommen. Ich hab's mit. Ja, gestern ging es mir richtig scheiße, aber morgen wirst du mit dem rumbumsen. Junge, wer's nicht jetzt schon weiß, ist dumm. Dresscode ist immer weniger ist mehr. Anstatt mehr ist immer mehr besser, bei Geld natürlich, ist heute weniger mehr. Tizi! So high. Was geht ab? So high, ja. Was geht ab? So high. Was ist mit dir los, Alter? Was ist mit dir los? Ich wollte dir einfach nur einen Kuss geben. Was sehr, sehr schön ist, aber zum falschen Zeitpunkt einfach. Du weißt doch, ich bin liiert. Ich bin noch mit jemandem. Bist du echt liiert hier? Auch zu neuen Gefilden heißt es gerade. Was ist Stand bei dir? Stand bei mir ist nix. Open. Die gibt mir so auf den Sack, diese Kim. Ich weiß nicht warum. Ich will die irgendwie nicht mehr in meinen Videos haben. Ich glaube, ich überspringe die jetzt einfach. Was heißt Datum auf Englisch? Date. Komm. Krasser Anmachspruch. Paulina jetzt im Arm zu haben, ist natürlich eine Sache, wo ein Mann sich glücklich schätzen kann. Eine wunderschöne Frau. Erzähl mir doch noch mal, was ist in dieser 90-Tages-Regel inbegriffen und was ist nicht inbegriffen? Also guck mal, ich erkläre dir das jetzt von vornherein. Ja. Meine Joni, ne? Ja. Yeah. Die, das ist mein Cookie. Und der Cookie, der bleibt so lang in der Cookie-Box, bis jemand erwachsen genug ist, sich den zu verdienen. Okay. So, würdest du 3 Monate warten? Hat die aber nicht mit irgendjemandem was gehabt? Oder bin ich blöd gerade? Und Paco hat die nur rumgemacht und sie hat ihm einen geschwäpst. Wenn es dir richtig Bullshit. Ja. Bullshit. 100%. Bullshit. 100%. Bullshit. Glaubst du? Glaub ich dir nicht. Verliebst dich, sie ist toll. Sex ist nicht so wichtig im Leben. Wenn du einen Partner hast und so, ich habe auch viel Sex, so. Aber es gibt viel wichtige Sachen. Der Boom Boom Room, der ist sehr gut klimatisiert. Ja, das ist schön. Das Bett ist sehr groß. Würdest du gerne mit mir im Boom Boom Room gehen? Ja? Wenn du dazu bereit bist, dann könnte man natürlich da auch den Boom Boom Room Besuch abstatten. Aber so, wenn du sagst, guck mal, wenn du willst, wir können gehen, ich bin da, aber ich will dich nicht dazu drängen. Junge, Junge, wetten noch diese Folge. Wetten wir noch diese Folge. Ich finde ihn schon gut, okay. Weißt du? Und mit der Zeit bist du halt immer interessanter für mich geworden. Ja, jetzt finde ich dich gut. Sehr gut, sogar. Ja, das hast du jetzt auch richtig gut gesagt. Das hast du auch süß gesagt. Ne? Gute Momente, ohne dass Kim uns beobachtet. Ich könnte jetzt ein Arschloch sein, sozusagen, und könnte jetzt einfach mit dir rummachen. Was ist schon wieder für ein Spiel hier? Gar kein Spiel. Was ist Wir reden dann? Nur. Ihr redet nur? Ja. Okay. Ich habe nichts gemacht. Ich habe keine Ahnung, was da wieder ist, aber sie fühlt sich anscheinend immer noch so dahingezogen, dass sie immer wieder zum gleichen Frosch springen muss, so, weißt du?
Ich kann dazu nichts mehr sagen. Zu den Zweien und Sabrina, das wird wahrscheinlich bis Staffel 20 so bleiben. Und ich will dazu nichts mehr sagen. Ich will einfach dazu nichts mehr sagen. Ich kann mich dazu nicht mehr äußern ab jetzt. Nein, nein, gib mal fest. Nee, nee, wir haben alle mit allen rumgemacht. Was? Nein, ich weiß. Ey, sag mal. Nein. Sag mal schnell, kurz und knapp. Nein. Ey, was geht ab? Wie geht's dir? Ist gut? Gut, geht's dir gut? Ja, ja. Oh, alles gut bei dir? Ja. Es war du warst oder ging nichts mit Marvin? Nee, wir haben alle zusammen, mussten wir ein Eis verfüllt, so alle weitergeben. Aber ist ja ein Spiel, ne? Ist ja nur ein Spiel. Marvin würde zu 100% was mit mir haben, wenn ich das wollen würde. Ich sag dir alles. Marvin war ein bisschen abgefuckt. Marvin. Über das Einzeldeutsch. Wie ich reagiert habe. Ja, wie ich reagiert habe. Warst du ein bisschen zu reserviert? Ich mag ihn richtig gerne. Und ich war auch mit dem Flirt, aber war abgefuckt danach. Er meinte, wir reden später, das geht nicht. Meinst du, wie, was geht nicht? Weißt du, ich meine. Er hat sich mehr erwartet, oder? Ja. Es kann schon gut sein, dass Marvin mehr wollte. Aber ich glaube, Jenny übertreibt vielleicht ein bisschen. Das ist vielleicht ihre Wahrnehmung. Bist du ja stabil geblieben, oder? Ich bin stabil geblieben. Also, Shakira hat schon Angst gehabt. Ne? Nein. Shakira hat Angst gehabt, ja. Sie dachte, du machst was mit Marvin. Wir haben ein bisschen so Shots zu Mund getrunken oder Eiswürfel in einen anderen Mund gelutscht oder so. Das war schon lustig eigentlich. Klingt natürlich nicht so schön. Ja, das heißt ja nicht, dass alle gemacht haben. Okay. Marv! Ja, komm mal ran hier. Was ist? Komm mal ran hier. Guck mal, ich hab gerade gesagt, ne? Ja. Wir haben Shots von Mund zu Mund getrunken, aber das haben ja nicht alle gemacht. Nein, das haben nicht alle gemacht. Entspann dich, es ist nichts passiert. Willst du reden? Ja. Bitte, wo bin ich hier? Bitte. Also jetzt mal ehrlich. Der ist so kurz davor, einfach zu sagen, komm, scheiß drauf, wir haben einfach nichts mehr miteinander zu tun. Der ist so kurz davor. Wissen? Nö. Ist ja hier, boah. Mach nix. Wie war's mit Jenny? War gut, war angenehm. Aber lief nichts bei euch? Nee. Hast du das Interesse an ihr? Nee. Ist für mich nix, wo ich sag, ey, okay, das musst du umbringen. Lüge, Lüge! Kein Interesse an Jenny? Wer weiß, der weiß, wer heißt, der wird heiß. Shakira und Kim wollten wissen, was Marvin gesagt hat. Da meinte er so, guck mal, das kann doch nicht so sein mit dir und Danilo, das kann nicht passen, weil er wird dich einschränken und so. Da meinte ich so zu ihm, guck mal, da meinte ich so, es kann aber sein. Da meinte ich so, klar, ich bin anders wie er. Irgendwo ja. Ich weiß. Aber meinst du, also er wollte dich klären. Ich will ihn nicht in die Pfanne hauen. Ja. Jesus Christ. Ey, du kannst nicht auf mich jetzt sauer sein. Nein, auf dich schon nicht. Nein. Du bist jetzt erstmal. Ja. Dankeschön. Du hast gar nichts. Dankeschön. Bei dir ist sowieso alles richtig. Wir sind uns aber nicht ganz sicher, ob es jetzt die Wahrheit ist. Ihr seid anders, ne? Ihr seid echt anders, ihr drei. Wenn das jetzt wirklich stimmt, dann nehme ich hier diese Bude auseinander. Ja, dann ist Marvin Geschichte. It's over. Ganz genau. Fertig. So, ich hoffe sehr, dass die Sophia etwas zu der heutigen Party sagt, weil Sophia sagt immer die Wahrheit, die haut immer raus, was wirklich war. Und ich freue mich darauf, mehr zu erfahren. Na dann, lasst uns doch mal ab zur, wie heißt das, Light Night. Also, es war kurz ein Drama, weil er war ja auf dem Date. Wie war's denn heute auf dem Date? Super, hat Spaß gemacht. Bisschen geflirtet? Ein bisschen, ja. Gehört doch dazu, oder nicht? Mit wem? Mit Jennifer. Mit Jennifer? Ja. Du hast dir ja von uns auch gewünscht, Wein, Jenny und Boom Boom Room. Bro, du bist gefickt. Ey, du bist done. Dein Hals schon gerührt. Du bist so done. Sie hat ihn auseinandergenommen. Der hat das vorhin in so einem Nebensatz zu Paco gesagt, ne? Sie hat ihn auseinandergenommen. Aus Versehen hat sie es gemacht, aber sie hat's. Es ist ein Schlag in die Fresse in der Matching Night. Sowas zu erfahren, natürlich. Damit habe ich absolut nicht gerechnet. Der ist komplett im Arsch. Schlechte Sachen hättest du nicht sagen können. Hast du nicht gewusst, ne? Gar nichts davon habe ich gewusst. Er kam zurück, wir haben gesprochen, er meinte, er will nur mich. Und alles ist gut. Also ich habe gesagt, dass ich die am meisten anziehend finde hier von allen. So. Da steh ich auch zu. So. Aber ja. Nicht, dass du Jenny auch willst. Darüber haben wir tausendmal gesprochen. Nein, du meinst nicht. Nein, du hast gesagt, nur natürlich. Fürs Spiel. Natürlich. Anscheinend ist er ein Schwätzer und soll weiter seine Show machen, aber nicht mit mir. Shakira,
Wen wählst du heute? Paco. Paco. Ja, ich habe Paco gewählt, weil wir viele Gemeinsamkeiten haben. Ja, ja, viele, viele Gemeinsamkeiten. Ja, 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 ja. Meine nächste Frage ist, wen wählst du heute? Ja, ich bleib immer noch bei Marvin. Marvin! Mann, 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 bei dir ist ja schon wieder was los. Fenster. Schaut mal, wie sie ihn anguckt, ne? Schaut einfach nur, wie sie ihn anguckt und sagt mir, dass sie noch so viel überhaupt an Danilo denkt. Sagt mir das jetzt. Sagt mir das jetzt und schaut jetzt nochmal in ihr Gesicht. Schreibt es jetzt in die Kommentare. Der macht sein Ding, ich mache jetzt mein Ding und ja, so läuft das jetzt. Warum hast du denn den Marvin gewählt? Wir haben irgendwie gar keine Differenzen. Wir lachen viel. Könnte da mehr passieren, lieber Marvin. Nee. Ja, aber du hast gesagt, du willst mit ihr in den Boom-Boom. Ja, aber ich quatsch den ganzen Tag mit Paco irgendwie 80% Scheiße so. Und dann nimmt ihr genau die Sachen, wo ihr wollt so. Und dann bin ich am Arsch. Da wäre auf jeden Fall keine Annäherung gekommen. Okay. Gut. Dann lockt euch mal ein. Sandra! Ist das heute eigentlich so ein Liebesviereck geworden, jetzt wo Steffen noch dazu gekommen ist? Ich verstehe mich mit Steffen super gut und wir hatten halt mal ein Gespräch und ja. Peter, findest du gut? Ja, ich bin da raus. Jetzt bin ich drin. Ich bin nicht da für eine Drei- oder Vier-Ex-Beziehung. Für mich ist definitiv dieses Thema vorbei. Emanuel, du bist nicht so am Lachen, ne? Nee, für mich gibt's ja gerade nichts zum Lachen, ne? Nee. Mhm. Das kann doch nicht wahr sein, jetzt fängt diese Scheiße schon wieder an. An ihrem Verhalten sehe ich, dass sie immer noch flirtig unterwegs ist. Anscheinend reicht Peter und ich nicht. Jetzt kommt noch ein neuer dazu. Was soll ich dazu sagen? Ich weiß nicht, ich war ein bisschen schockiert, ja? Auch so Dreiecksbeziehung oder sowas gibt's bei mir nicht. Wenn eine Frau mich will, dann muss sie 100% wissen, was sie will. Ich bin halt ein bisschen so spicy unterwegs, ich bin halt eben so. Wen willst du denn heute? Emanuel. Emanuel. Was für ein Zufall, Alter. Hätten sie ihn jetzt nicht gewählt, dann wäre er wahrscheinlich durchgedreht, ne? Der Arme. Ja, meine Damen und Herren, und ob und wie viele Lichter angehen, sehen wir natürlich morgen in der nächsten Folge. iRuan Folge 12 wird das sein. Deshalb abonniert gerne den Kanal, aktiviert die Glocke, wenn ihr gar nichts mehr verpassen wollt. Würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns. Bis dahin, bleibt stabil. Haut rein. Rein. Es ist zu spät, ja. Ich hab keinen Kopf für uns beide. Warum bin ich lieber allein? Sie redet von Liebe. Dafür ist es viel zu spät. Viele Probleme. Du weißt, wie die Story geht.